Hallo, heute will ich euch anhand vom ThinkPad E531 zeigen, wie man die Tastatur tauscht. Und zwar gibt es eine Besonderheit bei der Tastatur, das ist mittlerweile bei vielen ThinkPads so. Die hat ein Gitter, was nach oben verschoben wird. Ich kann es euch gerade mal an der neuen Tastatur zeigen. So sieht es aus, wenn es nach oben geschoben ist. So, um das Gitter nach oben zu schieben, sind da unten drei so kleine Kerbe. Dann kann man das Gitter nach oben schieben. Ihr seht jetzt aber, es rutscht wieder zurück. Das heißt, da oben klemmt es. Das heißt, auf der Rückseite und am Akku ist sowieso nie verkehrt, den Akku rauszumachen, bevor man am Notebook rumschraubt. Ist so ein kleines, ja, so eine kleine Klappe. Die muss man öffnen. Und dann kann man jetzt auch das Gitter nach oben schieben. Bestimmt fängt auf einer Seite an. So, jetzt sitze da. Runter. In diesem Fall vier kleine Schrauben. Es gibt auch Tastaturen mit sechs. Die muss man lösen. Und dann kann man die Tastatur vorsichtig nach oben wegnehmen. So. Die beiden Kabel abstecken. Aufpassen, dass man Steckverbinder nicht kaputt macht. In dem Fall klappt man sie nach oben. Das war's dann schon. Neue Tastatur. Da gibt es da oben so einen Streifen, den muss man abziehen. Sonst kann man das Gitter später nicht nach unten schieben. Zuallererst natürlich die Kabel wieder anschließen. Schön den Steckverbinder rein, wieder richtig verriegeln und von unten nach oben schiebe und reindrücke. Die vier Schrauben anziehen. Und dann wird das Gitter nach unten so. Schaue, dass es unten ist überall, weil sonst kann man die Taste hinterher nicht betätigen. So, auf der Rückseite. Wieder die Klappe nach innen drücke, Akku einsetze und das war's dann im Prinzip schon. Wie ihr seht, kein Hexenwerk, man muss nur wissen, wie es geht.